Hi Pascal, schön, dass du da bist, hier beim Healthyland. Sag doch kurz, wer du bist, was du machst und weshalb du heute hier bist. Ich bin Pascal, ich studiere an der Charité Grab Public Health mit dem Schwerpunkt Infektionsepidemiologie. Und so meine Schwerpunkte sind eben die Sexualität von Studierenden und deren sexuelle Gesundheit. Mhm. Genau, ich arbeite auch bei der Berliner AIDS-Hilfe in der Beratung und generell das Thema Gesundheit von queeren Personen, sexuelle Gesundheit und sexuell übertragbare Infektionen sind mein Schwerpunkt. Okay. Und warum würdest du sagen, ist sexuelle Gesundheit für die Zielgruppe Studierende, die wir jetzt hier beim Healthyland vor allem ansprechen, ein wichtiges Thema? Studierende sind sexuell aktive Personen. Im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung haben sie ja deutlich mehr Sexualpartner. Das liegt einfach auch an der jungen Altersspanne. Zeitgleich ist die Studierendenphase halt sehr spezifisch und ist zum Beispiel auch gar nicht mit Auszubildenden in der gleichen Altersgruppe vergleichbar. Mhm. Dadurch, dass es einfach ein bisschen so eine verlängerte Jugendphase ist. Ja. Das Studium ist noch sehr frei, es ist nicht ganz so strukturiert und so der Einstieg in die Arbeitswelt wird halt ein bisschen später erst dann eingesetzt. Mhm. Und dadurch ist es eine ganz spezifische Lebensphase, die eben auch davon geprägt ist, dass man sich erst selbst finden muss und auch seine Rolle in seinem Sexualleben oder auch zum Beispiel die sexuelle Orientierung. Und das bedingt natürlich viele Prozesse des Ausprobierens. Und diese Ausprobierprozesse sind auch teilweise anfällig, quasi dann, dass man seine eigene Präventionsstrategie noch nicht so genau gewählt hat. Okay, cool. Wenn du sagst, dass das für Studierende ein wichtiges Thema ist, ist es ja gut, dass wir dich eingeladen haben in einem Workshop. Worum geht denn dein Workshop dieses Jahr beim Healthyland? Ich habe mir so 4 Themenbereiche ausgedacht, die wir auf jeden Fall thematisieren können. Das würde ich dann abhängig machen, wo die Interessen und das Vorwissen vielleicht auch ist. Genau, der eine Themenkomplex ist so generell sexuell übertragbare Infektionen und wie man sich eben davor schützen kann. Mhm. Genau, dann gibt es noch das Thema Social Media und den Einfluss davon auf die sexuelle Gesundheit. Okay. Aber auch das Thema sexuelle Zufriedenheit, was gerade einen sehr aktuellen Stellenwert auch einnimmt in der Forschung, würde ich thematisieren und wie das eben auch mit der sexuellen Gesundheit zusammenhängt. Und als letztes Thema hatte ich mir noch überlegt, dass wir über so neuroanatomische und genetische Grundlagen von Sexualität sprechen. Magst du vielleicht ganz kurz, muss jetzt auch nicht in aller Länge sein, weil es ja auch erstmal einen Einblick geben soll, aber kurz zu dem Thema Social Media und sexuelle Gesundheit was sagen und dann vielleicht gleich noch was zu was anderem, was ich gleich frage. Genau, also Social Media und sexuelle Gesundheit hängt halt stark damit zusammen, dadurch, dass Social Media vermehrt auch für sexuelle Kontakte genutzt wird und auch für pornografische Inhalte. Genau, und da zeigen Studien auch erste Ergebnisse, zum Beispiel, dass das, was mit dem Körperbild macht, also sowohl positiv als auch negativ, kann das sich darauf auswirken. Und das Körperbild hängt ganz stark auch sowas wie mit Leistungsdruck zusammen und wie man sich auch sexuell sieht und ausleben kann. Und das bedingt auch auf jeden Fall die sexuelle Gesundheit. Zum Beispiel auch, wenn wir an sexuell übertragbare Infektionen denken, dann sieht man ganz klar, dass die Personen, die sich sexuell attraktiver fühlen und auch so einen Leistungsdruck zum Beispiel weniger verspüren, ein deutlich besseres Präventionsverhalten haben als Leute, die da ein bisschen mit sich hadern, was eben auch durch Social Media beeinflusst werden kann. Okay, super. Sehr spannend. Spannendes Thema, wofür sich vielleicht die Studierenden heute entscheiden im Workshop. Das andere Thema, was mich jetzt noch interessieren würde, um noch einen zweiten Aspekt von deinem Workshop vielleicht mit einzubeziehen, ist das Thema sexuelle Zufriedenheit und eben Gesundheit, also sexuelle Gesundheit. Wie hängt das zusammen? Kannst du da einen kurzen Einblick auch geben? Genau, also auch das Thema, das hatte ich ja gerade eben schon erwähnt, ist gerade so ein bisschen im Kommen, auch in der Forschung. Und auch von der WHO hat das vermehrte Aufmerksamkeit. Dadurch, dass sexuelle Gesundheit sonst eigentlich traditionell eher aus so einer Krankheitsperspektive betrachtet wurde, ist jetzt die sexuelle Zufriedenheit ein Aspekt quasi der sexuellen Gesundheit, die eher aus so einer salutogenetischen, also aus einer gesundheitsfördernden und positiven Richtung gesehen wird. Genau, und da gibt es auch eben erste Erkenntnisse, dass Personen, die sich sexuell zufrieden fühlen, also Personen, die selbstbestimmt und frei ihr Sexualleben ausleben können, dass sie eben auch verbessertes Präventionsverhalten zeigen. Mhm. Es gibt zum Beispiel auch Hinweise, dass Personen, die auch zum Beispiel häufiger masturbieren und damit zufrieden sind, auch häufiger zum Beispiel die Antibabypille einnehmen und sich auch konsequenter davor schützen, vor ungewollten Schwangerschaften. Okay. Und genau, für sexuell übertragbare Infektionen ist das eigentlich zu übersetzen, weil man auch dort sieht, dass Personen, die irgendwie mit dem eigenen sexuellen Ausleben zufriedener sind, auch sich mehr Gedanken darüber machen, wie sie sich schützen können und wie sie sexuell gesund bleiben.
Spannend, spannendes Thema und auch ein frisches, neues Thema, was du da mitbringst in den Workshop, find ich persönlich super. Jetzt hast du natürlich auch gesagt, du würdest mir verschiedene Themen anbieten. Meine letzte Frage wäre eigentlich so ein bisschen, was die Take-Home-Message ist. Vielleicht kann man das so ein bisschen generell sagen zur sexuellen Gesundheit, zu deinem Thema, was du hier auf jeden Fall mitgebracht hast als generelles Thema. Was würdest du sagen, was sollten Studierende auf jeden Fall wissen und auch mitnehmen und genau, kannst du dazu, fällt dir dazu direkt was ein? Genau, also ich glaube, die erste Take-Home-Message, die ich so formulieren würde, wäre, dass man sich auf jeden Fall informieren sollte, weil es gibt einfach viele Möglichkeiten, wie man sich schützen kann. Und auch generell sexuell übertragbare Infektionen sind auch ein Stück weit sehr normal. Mhm. Einfach dadurch, dass sie sehr häufig sind. Ne? Im Laufe des Lebens hat eigentlich fast jede Person mal eine sexuell übertragbare Infektion. Und es ist eigentlich auch nicht wichtig, dass man jedes Infektionsrisiko vermeidet, sondern man sollte sich halt darüber bewusst sein, dass es das geben kann. Und sich, wenn es zum Beispiel auch, also sexuell aktive Personen, sollten sich zweimal im Jahr testen lassen. Mhm. Und das ist auch eben ein ganz entscheidender Umgang mit dem Thema sexuell übertragbare Infektion. So, ne, es geht nicht darum, jedes Präventionsrisiko zu verhindern, sondern wenn da was ist, dann sollte man das eben testen und behandeln lassen. Und das ist eigentlich auch das Entscheidende. Sehr gut, danke für die Take-Home-Message, die wir jetzt durch dieses Video transportieren. Was noch transportiert wird, ist die Inhalte, die du gleich im Workshop bringst. Deswegen vielen Dank dafür, dass du den Workshop leitest. Danke, dass du für das Interview bereitstandest. Ja, sehr gerne. Und dann sehen wir uns gleich im Workshop und wir hier im digitalen Raum dann immer wieder. Ja, danke. Super. Puls. Gesund studieren.